Von der AfD-Fraktion das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren, das Bundeskanzleramt vis-à-vis des Bundestages ist schon jetzt eine der größten Regierungszentralen auf dieser Erde. Etwa fünfmal so groß wie das Weiße Haus vom amerikanischen Präsidenten, etwa dreimal so groß wie der Élysée-Palast in Paris, der Amtssitz des französischen Präsidenten, etwa zehnmal so groß wie Downing Street No. 10, der Amtssitz der englischen Premierminister. Man sollte meinen, das sollte reichen, allerdings weit gefehlt. In der größten Krise, die die Bundesrepublik je erlebt hat, lassen sich die Altparteien nun ein völlig überdimensioniertes Denkmal setzen. Der Anbau, der bloße Anbau an das schon gigantische Bundeskanzleramt ist wiederum so groß, wie gerade geschildert, verdoppelt sozusagen die Fläche. Allein der Anbau wieder fünfmal so groß wie das Weiße Haus, dreimal so groß wie der Élysée-Palast, zehnmal so groß wie Downing Street No. 10. Und dieser Anbau soll 1 Milliarde Euro verschlingen. 1 Milliarde Euro, wie man sich das vorstellt, in 50-Euro-Scheinen, das ist ein Turm, der ist ungefähr 2 bis 3 Kilometer hoch. Das Ganze wollen Sie raushauen für den Anbau an ein Kanzleramt, welches jetzt schon völlig überdimensioniert ist. Und dagegen kämpfen wir von der Alternative für Deutschland. Die größte Machtzentrale der Welt, titelt die Presse. Wir sagen Altparteien Größenwahn in seiner reinsten Form. Während Sie allen Bürgern draußen Spartipps geben, man müsste nicht jeden Tag duschen, der Waschlappen würde reichen, ein schöner Pullover im Wohnzimmer kann das Heizen ersetzen und wenn man heizt, dann nur ein Zimmer und das wird halt auf 19 Grad, bauen Sie einen völlig überdimensionierten Protzbau an das bereits bestehende Kanzleramt an. Es ist ja nicht Ihr Geld, was Sie da verschleudern, es ist das Geld, was die Menschen draußen, was Millionen Bürger jeden Tag erwirtschaften. Was soll da gebaut werden im Einzelnen? Sie haben vor, 5-etagige Wintergärten einzubauen. Es soll ein Kindergarten gebaut werden für sage und schreibe 12 bis 15 Kindern, der etwa 3 Millionen Euro kosten soll. Eine 250 Quadratmeter Kanzlerwohnung soll eingebaut werden in den Anbau, obwohl im Altbau schon eine 200 Quadratmeter große Kanzlerwohnung ist, die ja Herr Scholz während seiner Corona-Erkrankung genutzt hat. Ein Helikopterlandeplatz in luftigen 23 Meter Höhe auf Stelzen gebaut, soll angebaut werden, also in einer Höhe, sodass der Hubschrauber gar nicht mehr starten braucht. Er ist ja dann schon fast oben. Gymnastikräume, Tunnel, Brücken und das alles auf Kosten der Steuerzahler. Die Kosten laufen aus dem Rahmen. Sie sehen es an unserem Antrag. Man kann die Anträge gar nicht so schnell aktualisieren, wie die Kosten davon galoppieren. Ursprünglich waren von 400 Millionen Euro die Rede. In unserem Antrag von 600, 640 Millionen. Der ist ein paar Tage älter. Inzwischen wird davon geredet, 777 Millionen. Also alles, jedes halbe, jedes Dreivierteljahr kommt ungefähr 100 Millionen obendrauf. Und ich prophezei Ihnen, am Ende werden Sie wahrscheinlich von 2 Milliarden Euro nicht weit entfernt sein. Es sollten Wohnungen gebaut werden. Das hatte sich die hellbraune Regierung ins Programm geschrieben. Es sollten Wohnungen gebaut werden, 400.000 pro Jahr. Da hecheln Sie hinterher. Ich weiß gar nicht, ob die Zahlen auch nur ansatzweise erreicht werden, auch wenn das Ziel immer wieder propagiert wird. Die einzige Wohnung, die Sie bauen, ist für den Kanzler, der nach Scholz oder die Kanzlerin, die nach Scholz da sein wird. Denn sagen wir mal ehrlich, der Baustart soll in diesem Jahr sein, angeblich fertig 2028. Das glaubt kein Mensch. Wir sind Berlin. Wahrscheinlich sind wir im nächsten Jahrhundert noch beschäftigt mit diesem Anbau an das Kanzleramt. Der Bedarf ist auch nicht mehr so richtig da. Beispielsweise der Nationale Normenkontrollrat sollte ja in den Anbau in das Bundeskanzleramt einziehen. Da fügte es sich natürlich praktisch, dass von Justizminister Buschmann die Angetraute beim Nationalen Kontrollrat beschäftigt ist und der Justizminister Buschmann den Nationalen Kontrollrat aus dem Bundeskanzleramt ins Justizministerium verfrachtet hat. Also der Bedarf ist auch nicht mehr da. Man kann durchaus abspecken und sagen, so muss es nicht sein, nicht einen solchen Protzklotz hier nach Berlin zu setzen. Ich hatte schon erwähnt, Sie bauen sich ein Milliardendenkmal, ein Projekt
das wieder mal bestätigt, dass sie sich noch weiter von den Bürgern draußen entfernt haben. Ein Symbol für Gigantomanie, für Hybris, für Abgehobenheit, für Weltfremdheit. Dafür den Bürger zu zeigen, wo das Geld hinfließt, dem Bürger zu zeigen, dass er klein ist und die Politik in Berlin groß. Meine Damen und Herren, nutzen Sie die Chance, unserem Antrag zuzustimmen. Dann später, wenn er bei der hier im Parlament im Plenum mal wieder aufschlägt. Wir überweisen heute in den Ausschuss. Ich denke, da wird dann debattiert werden. Der ein oder andere, der heute wahrscheinlich diesen Protzklotz da draußen noch verteidigen muss, der wird uns im Ausschuss dann wahrscheinlich recht geben, wenn er sich mal die galoppierenden Kosten anschaut. Also ich lade Sie herzlich ein, diesen Protzklotz zu verhindern. 200 Bäume müssen übrigens noch gefällt werden. Das könnte die Grünen möglicherweise beeindrucken. Also gehen Sie mit uns, mit der Alternative für Deutschland, gegen den massiven Anbau beim Bundeskanzleramt, gegen diesen Protzklotz. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Brandner. Nächster Redner ist der Kollege Brian Nichols, SPD-Fraktion.